Herzlich willkommen zur weiteren Folge Karte in Bonn Thüringen. Wir probieren immer noch mit dem Kursplay auf Feld 60 mit zwei Fahrer einzustellen. Das ist das Fahrzeug Nr. MT87SE. Das muss man sich merken. Wegen kopieren. Ich hab's garantiert wieder vergessen. Ja, das ist er. Der muss dann rechts fahren. Einstellen. Und jetzt genau hier beginnen, da wo der Pfeil ist. Boom, klappt sogar. Geht man sieht das so aus. So, Dünger und Hafer, alles drin, wie soll. Dann beide Hafer. Die Blocking. Gut, wenn das hier klappt, dann könnten wir hier umspringen auf die Ernte von Feld 12. Ich wünsche allen einen schönen Montag. War nur bei, hab es geschafft. Ich auch, denke ich mal. Ich bin ja heute eine Woche seit mir. 15. Das ist dann eine Woche weiter, 7 Tage weiter. Das war ein Pfannestag. Kurz bevor Dings kommt. Season. Season kommt in 10 Tagen. Heißt Wetter, Jahreszeiten, Hochfolge. Ist der ganze Spaß. So, das läuft. Auf geht's los. Der zieht durch. Alles gut. Werden wir gleich mal die Ernte beginnen. Das heißt, wir fahren erstmal unsere Fahrzeuge zurück zum Hof. Also es klappt heute alles bearbeiten und morgen hochladen, oder Dienstag hochladen. Nicht ganz so eilig, weil das muss ja bis Samstag fertig sein. Da ist 5 Tage Zeit. Bei der Marsch hat es mehr Stress, Anführungszeichen, dann wird Samstag oder Sonntag. Sonntag muss es gemacht werden und wird das für Montag zu spät. So. Kurz unser Fahrzeug leer machen. Überladewagen.
Müsste eigentlich auch funktionieren. Und funktioniert. Das Sojabrötchen. Sieht besser aus. Muss der Hochmeister noch schaufeln nachher. Steif hier, aber so stecken. Mann, ist die wild drin. Wie Simulator fahren kann auch Silage fahren. Da hatte ich schon mal einen richtigen Plan gehabt, aber das funktioniert, weiß ich nicht. Den stellen wir immer schön, ja, wo nicht stört. Hier hin. Na, hier ist blöd. Wir sind mitten im Hof, wenn ich denke, kurz eingefahren habe, das ist immer riskant. Der hat nicht mehr so richtig ganz so wichtig. Dann mal nehmen. Ja, wir machen mal eine Garage bauen irgendwann. Jetzt wollen wir unser LKW holen. Machen wir zu. Oh, wir gehen den Aufzug fahren. So, und dann Pickup. Serviceanhänger. Ups. Ups. Schau das Fenster raus. Gleich um. Gleich auch entsprechend hier nach dem Kreis geschaut. Ja, der Serviceanhänger hat noch einen Diesel an Bord. Dann könnte jederzeit spontan einen Traktor voll tanken. So viel, dass er mal wieder zurückkommen könnte im Hof. So, den fahren wir jetzt am besten wohin? Garage. Reicht da lang. Fahren wir vorwärts rein. Schon rauskommen. Das passt. Man muss am LKW rein. Das hat eher Probleme. Weg. Das wäre am besten. Ey, so ein Hafer drauf. Eine Runde. Kurz bewachen, was er macht. Aktuell keinen richtigen Plan. Was er vorhat. Doch vielleicht zwei Vorgewände fahren müssen. Nicht so richtig. Die erste Lebkopf ist da. Das war eingestellt. Die
aber im Prinzip doch verkehrt. Hier müssen wir anfangen. Der fährt jetzt zurück und fängt von vorne wieder an. Aber das ist auch schon zu viel raus. 40% für eine Runde? Ja. Nicht schlecht. Der ist jetzt nicht repariert. Müssen wir reparieren lassen. Also, das reparieren, bevor wir starten, wollen wir noch einen LKW zurückholen. Überladewagen wird auch gehen zur Not. Ja, ich kaufe hier meinen Kaufleiste. Furchtbar angemalt. So. Reparatur. Und tanken. Tanken muss ich auch. Sechs Tage ist er schon alt. Zurück und einsteigen. Ja, tanken wir mal noch. Ich gehe mal ganz kurz auf den LKW. Mal ganz kurz, was er macht. Oh. Gut, da müssen wir nacharbeiten. Ist er auf der verkehrten Spur? Yep. Ich muss links fahren. Ja, also. Baum von alle zu vorbei kann. Ne? Wunderbar Friede von den Bauern her. Das kann ja Ruin bedeuten auf Dauer. Das soll ich mir die Arbeit abnehmen und nicht lieber behandeln müssen hier. Einlaufen, ne? Sonst brauchen wir kein Kupplung. Das ist nicht gerechnet. Gut, das läuft noch. Hoffe ich jedenfalls. Naja. Müsste trotzdem mein LKW jetzt mit zurückholen. Sonst. Aber mein Problem. Also die anderen nämlich gleich voll und dann heißt es sofort, oh Stress, wenn man leeren. Ohne sein. Und dann müssen wir noch entsprechend mal was verkaufen. Ich werde müde, ist doch gar nicht.
die LKW, die gehen ja ganz schön mächtig hier, die wackeln und geht nicht mehr. Aber man sieht fast alle LKWs, die ich jetzt gefahren habe, sind so. Scharf. So. Nehmen wir den ersten Anhänger, auskippen. Kaffee. Bevor er kalt wird, oder schon kalt ist. Warm. Der zeigt auch entsprechende Leistung an. Muss ich mal schauen. Bei der OBS-Einstellung, ob da. Zeigt ja bald mehr Leistung an wie die andere PC. Dann kein Wunder, dass ich da entsprechende Probleme habe. So. Durchdrehende Reifen. Ach, der wollte drehen, ja. Gut, bei 64 einmal in Zukunft auch ein Fahrzeug fahren lassen. Aber halt die großen Sachen. So wird es funktionieren. Junge. Ja, wenn am Feld dran Bäume stehen und die Kursbefahrer hat nicht. Nicht einprogrammiert ist, logisch, kann er gar nicht. Das ist Probleme, ne? So, mein Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich gerne wieder sehen freuen. Ich hoffe, es war's mit dem Winkel. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.